Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Heute werden wir nicht nur diese beiden Kriege hoffentlich zu Ende kriegen, sondern auch Norwegen angreifen. Dazu aber später. Wir sind jetzt hier erstmal im Toledanischen Krieg. Es geht um das Herzogtum von Barcelona. Den Krieg haben die Franzosen ins Leben gerufen. Da machen wir aber nur als Verbündete mit. Das haben wir schon, da kümmern wir uns jetzt erstmal nicht weiter drum. Das heißt, das sollen die Franzosen mal alleine zu Ende kämpfen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Krieg gegen die angebliche Tyrannei von Kaiser Tore. Das hat der Dauphin Godefroy angezettelt und den werden wir jetzt Matsch machen, wie ihr seht. Und wenn wir diese Schlacht hier gewonnen haben, dann komme ich auch noch mal ganz kurz zurück auf eine Frage, die mir in den Kommentaren gestellt wurde, und zwar, wie man die Armeen händisch teilt. Das geht ganz einfach. Ich denke, da ist der kleine Kniff nicht bekannt gewesen mit den Truppen, die man dafür ausheben muss. Ich finde das auch nicht ganz glücklich vom Spiel gelöst, ehrlich gesagt. Aber dazu gleich. Erstmal verkloppen wir die hier jetzt und beachten bitte, dass hier einer unsere Stadt Genf, die wir gerade belagert haben, zurückerobern möchte. So, jetzt machen wir den Dauphin hier erstmal platt und dann zeige ich euch das mit dem händischen Teilen der Armee. So, die Schlacht haben wir gewonnen. Der Kriegsstand ist jetzt plus 50. Wenn ihr die Armee anwählt, die Truppen habt ihr jetzt ausgehoben und teilt eine neue Armee ab, dann seht ihr hier auf der linken Seite alles, was in dieser Armee drin ist. Und das könnt ihr durch ganz einfachen Linksklick in die neue Armee rüberziehen. Das heißt, wir würden jetzt hier zum Beispiel das leichte Fußvolk und die Bogenkämpfer mitnehmen. Und wenn wir dann sowas wie Mangonellen aufteilen wollen würden oder aber auch die anderen Kriegsvölker, dann müssen wir leider, und das ist es, was ich vorhin meinte, dann müssen wir leider einen kleinen Kniff anwenden. Wir müssen dann hier noch ein zusätzliches Kriegsvolk ausheben mit meinetwegen Mangonellen. Dann hätten wir hier 10 Mangonellen ausgehoben, einmal die 80 hier und die 10 da. Und dann könnten wir die 80 hier rüberziehen und die 10 würden dann hier noch stehen. Die tauchen also hier immer extra auf, die ganzen Kriegsvölker, die wir ausgehoben haben. Und wenn ihr jetzt hier meinetwegen 6-mal die leichte Reiterei habt, dann könnt ihr sie natürlich aufteilen in 3 hier und 3 da. Solltet ihr das allerdings so haben wie ich, 6 verschiedene Kriegsvölker, dann könnt ihr das erstmal nur mit rüberziehen aufteilen, aber jetzt nicht meinetwegen die Pikiniere von knapp 800 in 400, 400, das funktioniert dann so erstmal nicht. Ich hoffe, da rüstet das Spiel dann nochmal nach, denn das finde ich relativ misslich. Okay, dann geht es hier weiter im Text. Wir werden jetzt hier erstmal den einen verkloppen. Und dann könnten wir mal vielleicht in die Baronie von Genf ziehen. Irgendwie so machen wir das, obwohl es wahrscheinlich nicht hilft, den einen hier zu verkloppen. Aber ich finde das ziemlich dreist, dass der sich da jetzt einfach hinstellt. Und, oh, ja okay, das ist natürlich auch eine Lösung. Sehr schön, unser Kriegsgegner, der Herzog Godefroy, der hat sich verabschiedet. Er ist gerade von uns gegangen und wir möchten jetzt natürlich wissen, warum. Er starb an inneren Verletzungen. Okay, dann Ruhe in Frieden. Wir sagen, so sei es und lösen diese Truppen hier jetzt erstmal auf. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, denn ja, jetzt können wir uns eigentlich tatsächlich schon um Norwegen kümmern. Wie gesagt, den Krieg hier, den lassen wir zur Seite. Ist mir jetzt auch egal, ob die Franzosen gewinnen oder verlieren. Wir waren dabei, das muss reichen. So, aber bevor wir das machen, werde ich jetzt nochmal jemanden einkerkern. Und zwar die Christina, die kommt für 100% jetzt mal flott in den Kerker. Und ich möchte auch noch ein paar Vasallen, die hier noch misslich gestimmt sind, beeinflussen. König Adalgar ist leider erst 13, das ist der Sohn von Finne. Den würde ich natürlich auch gerne beeinflussen, aber der ist erst 13, wie gesagt. Das geht da noch nicht, dafür muss er erstmal
16 werden und wir versuchen es dann mal mit der Herzogin Denise. Das ist ja schon wieder Savoyen, das ist relativ verrufen, das Viertel, weil der eben verstorbene Dauphin da auch herkommt. Die beeinflussen wir jetzt mal positiv. Wer bist du denn? Dich habe ich noch gar nicht so auf der Rechnung. 18 ist er, na. Da hat sie sich aber einen Toyboy geschnappt. Ja, und dann, bevor ich es vergesse, können wir auch noch ein Druckmittel erpressen. Ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, das Druckmittel entdeckt, habe aber falsch gelesen. Ich dachte, wir hätten ein Druckmittel gegen einen Herzog erwischt, aber nein, das war leider nicht so. Der Herzog war der, der es entdeckt hat und Radomir ist derjenige, den es betrifft und das ist hier ein ganz einfacher Pötter, landlos. Wir erpressen das Druckmittel ohne irgendwelche Hoffnung, dass uns das was bringt. So, dann sind wir soweit. Dann können wir jetzt Norwegen den Krieg erklären. Ich denke mal, das geht. Ich konnte ja vorher nicht nachgucken, weil unsere Truppen ausgehoben waren. Hab aber natürlich schon gesehen, dass die nur gute 2000 Mann zur Verfügung haben. Und er ist ja mit unserem König Gottschalk von Friesland verbündet. Das wird ihm aber auch nichts nützen. Wir werden ihm jetzt den Krieg erklären. Norwegen ist kleiner als man denkt, da liegen eine Menge Gebirgszüge zwischen und das macht uns aber nichts aus. Wir werden jetzt unseren norwegischen Anspruch geltend machen und zwar hat Kaiser Tore einen Anspruch, der wird aber demnächst verfallen bzw. bei seinem Tod, ich hoffe nicht demnächst, der soll ja noch ein bisschen vor sich hin leben und der betrifft das ganze Königreich von Norwegen, das ist doch mal echt cool. Habe ich nach der letzten Folge entdeckt und deswegen werden wir jetzt den Krieg erklären gegen ganz Norwegen und blasen zum Sturm. Okay, die Welt ist quasi sozusagen fast unser und wir heben jetzt hier nochmal am Sammelpunkt alle unsere Truppen aus, beziehungsweise alle brauchen wir nun wirklich nicht. Hier fordern wir erstmal Lösegeld, oh Gott, 10 Stück. Naja, das macht uns auch nicht reicher. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwen einkerkern können, wo es sich lohnt. Mit 70 mache ich das mal. So. Oh, und unsere Frau ist schwanger. Das ist ja mal sehr, sehr schön. Das ist prima. Das habe ich sehr gerne. Je mehr Nachkommen, umso besser. So, Irmele. Irmele hat sich der Verhaftung entzogen und ist aufs Land geflohen. Verräter, schreien wir laut hinaus und jetzt gucken wir dann aber doch nochmal, ob hier nicht vielleicht irgendwer gewillt ist. Eine Herzogin, die Herzogin von Schleswig, die könnten wir einkerkern, während unsere Truppen wachsen. Das wäre doch schon mal gut. Ich will eigentlich nur ein bisschen Lösegeld, wobei wir könnten eigentlich noch 2 Domänen gebrauchen. Da muss ich mal kurz gucken. Ich glaube nämlich, dass die, wo bin ich denn hier? dass die Domänen sich in Schleswig nicht wirklich lohnen. Ja, das lohnt sich nicht so richtig. Aber es wären die 2 Domänen, die wir gut behalten könnten. Dann geben wir nur das Herzogtum ab. Aber das ist auch keine schöne Idee eigentlich, nee. Das soll eigentlich alles zusammenbleiben. Gut, wir lassen sie raus. Ach, für 50. Das lohnt sich doch nicht, Mädels. Das lohnt sich doch nicht. Ich gebe nicht auf. Das Geld muss reinkommen. Und die Truppen können sich weiter sammeln. Und ich denke, das reicht auch schon. So, wir hören mit dem Sammeln auf und marschieren jetzt halbiert sozusagen, geviertelt. Ich möchte es lieber geviertelt haben. So, geviertelt marschieren wir jetzt los. Und zwar werden wir die Mangonellen zur Hauptstadt buxieren. Interessant, da steht auch schon der Gegner. Dann einmal in diese Stadt.
Und von da aus wird der Dreier-Trupp sich dann nochmal teilen. Wobei ich denke, wir können eigentlich einen Trupp, den könnten wir schon hier hinschicken. So. Und der Rest geht dann hier irgendwie an die Front. So. 20. Nee, okay. Alles klar. Das wird nix. Aber während die marschieren, können wir natürlich nochmal gucken. Ja, wir machen die jetzt doch einfach alle mal durch, ne? Wir haben ja auch nicht wirklich was zu tun, bis die hier mal belagert haben, beziehungsweise wenigstens am Belagern sind. Denn die Wege sind ja doch schon relativ lang hier in Norwegen und ja, bis man da erstmal da ankommt, wo man hin will, dauert das natürlich. So. Jetzt habt ihr euch ein bisschen... Ach, das sind jetzt die mit den Mangonellen. Naja, ist gut. Alles klar. Dann geht ihr eben dahin. Das kommt nicht drauf an. Und ihr... Hui, das ist aber... Ihr geht dahin. So, der Gegner ist bereits geflüchtet. Und, oh, wir haben hier schon wieder so eine, wie hießen die noch, so eine Adamitin, eine nackte mit Feigenblatt. Die zahlen auch nicht viel. Das muss ich jetzt mal feststellen, das geht auch eindeutig besser. Und hier wird schon wieder, doch sie, hier wird schon wieder dünn unten. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, wenn das hier alles immer unterbrochen wird, aber irgendwann muss man das ja machen, ne? Irgendwann muss man das natürlich machen, aber jetzt machen wir hier erstmal unseren Aufseher zu Ende. So, und wenn ich das recht sehe, tja, wir können immer noch nicht unseren Schwerpunkt wechseln. Ich wollte eigentlich auf die Gesundheit oder so. Gut, dann nehmen wir erstmal nur den Aufseher zur Kenntnis und müssen wohl oder übel hier beim Krieg nochmal weitermachen. Wir haben jetzt 2 Punkte mehr Verwaltung und Kriegsführung und Kontrollezuwachs plus 50%. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das kann auf keinen Fall schaden. Und hier, ja, würde ich gerne mit dem Lösegeld weitermachen, aber irgendwie wird das hier nichts. Und die belagern sich jetzt natürlich den Wolf. Boah, nee, die haben alle kein Geld, ey. Das ist doch echt krass. Die müssen doch mal irgendwie so ein bisschen Knete für mich übrig haben. 10. Das lohnt sich alles sowas von gar nicht. Ich klicke hier jetzt nur noch mal wild rein ein paar Mal. Und ja, dann lassen wir das auch sein. Das ist hier die Einkerkerungsfolge. Und wir ziehen jetzt hier in diese Baronie. Wir haben jetzt einen Kriegsstand von 10. Und dass das immer wieder runterrutscht. Lass das. Das ist aber wirklich hier mehr eine Einkerkerungsfolge als alles andere, ne? Muss ich ja mal so sagen. So, jetzt lassen wir das auch sein. Das ist ja anstrengend, ist das. So, gut. Wir marschieren mal in diese Baronie. Kriegsstand ist jetzt 15. So. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Ich würde ja... Ach, nee, diese Namen. Ich würde ja eigentlich gerne mal eine Schlacht schlagen, wollte ich gerade sagen. Aber es ist uns im Moment nicht vergönnt. Das machen wir, sobald wir die Ecke hier fertig belagert haben. Ich möchte nicht, dass meine Tochter so heißt. Sie soll nicht Gailana heißen. Sie soll... Ja, wie nennen wir sie denn? Was ist denn noch ein schöner Name? Wir hatten Frieda schon. Ich würde sie eigentlich gerne Frieda nennen. Aber wenn wir schon bei Abba sind,
Wobei Frieda ja direkt in Norwegen geboren wurde, deswegen hätte das jetzt ganz gut gepasst, aber wir nennen unser kleines Mädchen jetzt Agneta. Auch das spricht man auf Schwedisch anders aus, aber ich werde jetzt meine Zunge nicht verknoten. Oh, und jetzt haben wir hier eine strategische Sackgasse. Ich sitze mit Herzog Konrad und Herzog Abelardo am Kartentisch und bespreche mit ihnen die Strategie für den laufenden Krieg. Ja, das hatten wir auch schon mal und wir können jetzt jede Menge bekommen. Entweder bekommen das Herzog Konrad oder der Herzog Abelardo oder wir bekommen das und das wäre sehr, sehr schön. Ja, und das ist natürlich auch ganz, ganz klar. Wir nehmen natürlich die Option, die uns nur zur Verfügung steht, weil wir den Lebenswandel Kriegsführung haben und deswegen haben wir jetzt beide Strategien bekommen. Verteidiger des Glaubens. Heute herrscht Unruhe zwischen den Kindern. Sigvard wollte vor den anderen eine Predigt halten und wurde Ziel einer kleinen Rangelei. Engelhard war rasend vor Wut und Engelhard könnte jetzt die Eigenschaft religiöser Eiferer behalten oder tapfer werden oder ruhig. Wir gucken mal, was ruhig bedeutet. Schreckensverfall. Nee, das habe ich überhaupt nicht gerne. Aber das Blöde ist, bei den beiden Sachen bekommen wir jetzt Anspannung. Und das mag ich nicht haben, denn Tore ist schon auf Stufe 1. Damit würden wir Stufe 2 knacken und das wollen wir nicht. Das heißt, er muss, ob er will oder nicht, wie sein Vater auch religiöser Eiferer werden. Das gefällt mir gar nicht gut, aber ich möchte, dass es Tore noch lange gut geht. Und ja, was sollen wir machen? Das ist jetzt leider so. Aber es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Eine Fraktion wurde gegen uns geschaffen. Graf Ludger von Osterland möchte auf den reichsrömischen Thron. Und Herzog Ermengol II. Ist unser Ratsverwalter geworden. Der hat sich da jetzt reingedrängelt mit seinen, oh mein Gott, mit seinen 8 Punkten, weil er noch ein Druckmittel gegen Tore hatte. Das ist ja grausam. Da kann man ja nur gucken, dass der irgendwie inzüchtig, ja. Okay. Nicht schön. Da kann man ja echt nur gucken, dass der relativ schnell ablebt. Und wisst ihr, was wir machen? Da machen wir jetzt mal einen Mordkomplott. Denn also so ein 8-Punkte-Verwalter, das kann niemand gebrauchen. Das geht mal gar nicht. Der muss weg, der Typ. Eindeutig muss der weg. So, und wo sind wir denn jetzt hier? Hier sind wir, glaube ich, am weitesten. 19 Tage noch und ihr 11 Monate. Ja, und die sind noch viel, viel weiter weg. Ist klar, die Mangonellen sind natürlich am schnellsten. Wir müssten jetzt eigentlich mal eine Schlacht schlagen. Und ich würde gerne wissen, wo ist denn unser Gegner? Hier ist er nicht. Die werden ja wohl hoffentlich das Erzherzogtum von Österreich steht hier. Hoffentlich nicht in Hamburg stehen, wollte ich gerade sagen, aber die sind auch, das sind geschlagene Truppen, die marschieren hier nur durch. Wir gucken hier mal schnell, ja, da sind sie, da belagern sie. Okay, das machen wir dann folgendermaßen, wir marschieren hier mit hin, belagern da mal mit, damit das schneller geht. Und dann schließen wir uns zusammen und rennen auf die los. Also ich glaube, hier kann ich jetzt auch tatsächlich mal, weil das sehr, sehr überschaubar ist, schneller machen. Denn hier wird uns überhaupt niemand überraschen, der uns irgendwie auch nur ansatzweise gefährlich werden kann. Mord. Lass Jucken wachen. Das kennen wir auch schon. Juckpulver soll verstreut werden und wir können jetzt überlegen, ob wir 50 Tacken dafür ausgeben und ehrlich mal gesagt, ja, ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das Juckpulver ist sicherer, als die Klamotten zu zerschneiden. So, und das sind jetzt hier aber nicht unsere Gegner. Die rennen jetzt darum.
Alles klar. Wie gesagt, wir warten ab. Wir marschieren mal alle auf eine Stelle und schließen uns dann zusammen. Oh Mist. Und unser Komplott ist aufgeflogen. Unsere Verstrickung ist aber noch nicht bekannt, deswegen lassen wir es weiterlaufen. Und ja, okay, Denise wollten wir beeinflussen und wir sagen jetzt natürlich, oh, die ist schon bei plus 15. Dann sagen wir natürlich, nun, das bin natürlich ich, ganz klar. Und dann können wir jetzt nochmal gucken, ob wir noch jemand anders beeinflussen. Herzog Michael, der hat es echt nötig. Den müssen wir ganz dringend beeinflussen. Und jetzt gehen wir nochmal schnell hier auf den Gegner los. Ich würde sagen, das können wir gut machen. Wir schließen uns zusammen. Und hier bekommt jetzt Prinz Siegwart eine neue Eigenschaft. Und wir können, oh mein Gott, wir können jetzt ohne Anspannung nur sadistisch bekommen. Und ja, auch das mache ich jetzt so. Denn ich möchte nicht, dass hier noch irgendwas passiert mit unserem Tore. Der soll wirklich noch ein bisschen länger an der Macht sein. Wir haben ja nun gerade erst angefangen. Gut, und jetzt geht's los. Mathilde wird erwachsen. Wie schnell sie doch flügge werden. Und wir gucken uns jetzt mal an, was aus Mathilde geworden ist. Eine Wohlstandsschafferin, sprunghaft, mitfühlend und ruhig. Ein sehr, sehr nettes Mädchen, außerdem auch noch Wohlgestalt. Und jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wie wir sie am besten verheiraten. Ja, das ist leider unser Neffe. Der wäre mir sonst ins Auge gesprungen. Auch ein Neffe, der Gunzelin. Ja, wir bräuchten natürlich einen, der schon ein bisschen älter ist, ne? Der quasi gleich loslegen kann. Das ist ja auch alles mehr oder weniger Verwandtschaft. Er ist erst 10. Wow, das ist ja, hier gibt es ja nur ganz alt oder ganz jung. Nicht schön. Wir gucken mal bei Bündnismacht. Was hätten wir hier? Auch nur so kleine Butcher und Eusebius aus einem obskuren Haus. Hm. Stur, tapfer, geduldig. Was hat er zu bieten? Gar nichts hat er zu bieten. Er erbt auch nichts. Das ist... das ist aber schlecht, ne? Wisst ihr, was wir mal machen? Wir werden jetzt mal alle Gesunden nehmen. Fruchtbar lassen wir natürlich und nehmen alle Erwachsenen. So. Und jetzt gehen wir nochmal nach Prestige. Aber wie ich so sehe, sieht das auch nicht viel besser aus. Ich möchte eigentlich jemanden, der schon irgendwer ist, der schon Land hat oder der etwas erbt. Grafschaft von Spreewald, also ich weiß ja nicht. Ist ja vielleicht ein netter Typ. Tatsächlich. Achtbares Haus. Und er ist ein Billung. Ja. Aber er ist katharisch. Soll sie in Spreewald ziehen? Ich weiß ja nicht. Wir lassen den mal offen stehen. Ich muss hier jetzt nochmal kurz ein bisschen gucken, denn das ist ja auch nicht so ganz unwichtig. Das sieht doch hier schon mal besser aus. Der ist 85. Niedrige Geburt. Das geht nicht. Der bekommt immerhin 2 Grafschaften. Ein Russe ist orthodox. Aber schon 41. Ja, das ist alles nicht so dolle, ne? Das ist alles nicht so dolle. Also, wisst ihr was? Ich glaube, wir nehmen den Billung. Denn das ist immerhin eine altgediente Familie, die ist bekannt. Und den Vorschlag schicken wir jetzt ab. Sehr schön. Wenigstens hat sie noch so ein bisschen was Anständiges bekommen. Und hier ziehen wir jetzt auch mal Richtung dem Rest der Truppen. Die Hochzeit wird angenommen, ja, und dann werden wir jetzt eigentlich mal versuchen, wenn die sich dann
zusammenschließen können und zu Ende belagert haben, ob wir mit der Schlacht hier hinten den Krieg gewinnen können. Oh mein Gott! Die Pest schlägt wieder zu. Der Tod hielt grausige Ernte in meinem Reich. Ein Fall der schrecklichen Pest wurde entdeckt. Das unglückliche Opfer ist Gunhild, eine meiner Gefangenen. Die Verderbnis, die von ihrem Fleisch Besitz ergreift, ist eine Gefahr für uns alle. Solange sie krank ist, sind alle bei Hofe in Gefahr. Ja, und jetzt sollten wir die eigentlich mal umnieten, würde ich sagen, ne? Werft sie hinaus, isoliert sie und betet um Erlösung. Tja, oder richtet sie hin, ne? Das ist die Frage. Verlässt den Kerker. Ja, wir isolieren sie. Die ist auch schon tatsächlich eingekerkert, ne? Die ist nicht mehr im Hausarrest. Wir werden sie isolieren und einfach mal das Beste hoffen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder so eine gruselige Geschichte wie in einer der ersten Folgen, wo mir wirklich alle, aber auch alle weggestorben sind. So, wir haben jetzt die Heraldik entdeckt und wir können jetzt eine neue Innovation wählen. Mit der Heraldik können wir eine andere Erbreihenfolge in Gang bringen, und zwar erbt mit Haus Senex das älteste Dynastiemitglied der ganzen kompletten Familie das ganze Reich und alles drum und dran. Das heißt, das ist eigentlich sowas wie Primogenitur, nur in anders. Und das ist nicht schlecht, wenn wir das machen können. Das behalten wir mal so im Hinterkopf. Das müssen wir uns noch überlegen, ob wir das wollen. Ich bin ja eigentlich immer eher dafür, das den Kindern zu vererben. Aber wir haben es jetzt, das ist schon mal gut. Und was ich jetzt machen möchte, das ist das Gottesgnadentum. Damit können wir nämlich mehrere unserer Ansprüche in einem einzigen Krieg durchsetzen. Und das dauert jetzt 21 Jahre, weil wir es ausgewählt haben. So, soweit so gut. Ich würde sagen, wir sollten uns vielleicht aufteilen, wollte ich gerade sagen. Aber da bleiben die jetzt stehen und bieten sich zum Kampf an. 45% Kriegsstand haben wir und ich hoffe, das wird jetzt hier so, dass wir fast den Krieg gewonnen haben, denn viel mehr Truppen als die, die da stehen, haben die ja gar nicht. Und die Pest ist vorüber. Das ist sehr, sehr schön. Die haben wir jetzt wirklich mal gut überstanden. So, 68%. Ja, da geht der Rest der Truppen dahin. Das ist natürlich blöd. Wir halbieren unsere Truppen und werden jetzt mit den Mangonellen erstmal hier hinziehen und mit dem Rest der Truppen werden wir hinterherziehen. Na, lasst mich euch anklicken. So. Okay. Er sträubt sich. So, meine Güte, dass man hier immer alles zweimal sagen muss. Gut, und die Ketzerei hat in Kärnten Einzug gehalten, das ist natürlich weniger schön. Oh, und die sind irre schnell. Gut, okay, das nützt natürlich nichts, denen so jetzt hinterher zu rasen. Dann werden wir uns jetzt ein neues Ziel suchen, und zwar, ja, brauchen wir gar nicht, die Baronie, da nehmen wir. Ja, und dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge diesen Krieg hier zu Ende führen und dann hoffentlich auch den Königstitel von Norwegen bekommen. Wir haben jetzt hier aber nochmal zum Schluss Streit im Lager, das hatten wir auch schon. Und wir können jetzt versuchen, das klappt zu 53%, eine Rede über Zusammenhalt zu halten. Das, ja, könnte eigentlich ganz gut werden. Oder wir erhalten 28 Schrecken, wenn wir sie auspeitschen lassen. Dann mögen die uns aber natürlich nicht, das wollen wir auch nicht. Oder wir ignorieren das Ganze für 35 Prestige. Ich würde sagen,
Wir nehmen mal die erste Sache und es artet mal wieder in Prügelei aus. Meine Güte, 75 Prestige hat uns das jetzt gekostet. Macht ja nichts. Hier laufen gerade alle zur Ketzerei über und damit verabschieden wir uns dann bis zur nächsten Folge und ich hoffe, ihr seid beim Sieg gegen Norwegen das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dann und tschüss.